Ja, einen schönen guten Tag, liebe Besucher unserer Homepage. Wir hatten gerade eine mehrstündige Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Bauausschusses und des Ortsbeirates von Worms-Neuhausen hier im Ratssaal der Stadt Worms. Und wir haben die Mitglieder dieser Ausschüsse und des Ortsbeirates informiert über den Stand der Überlegungen und der Planungen und der Gespräche mit der Deutschen Bahn AG über die Sanierung oder den Neubau des Neuhauser Tunnels. Die Bahn muss dieses Bauwerk wahrscheinlich ab dem Jahr 2021 komplett erneuern, weil es nach über 100 Jahren seines Bestehens an das Ende seiner technischen Lebensdauer gekommen ist. Bei der Gelegenheit will die Bahn auch die Gleise, die nicht mehr betriebsnotwendig sind, zurückbauen. Wir sind jetzt seit geraumer Zeit, seit einigen Monaten mit der DB Netz, der Bahn AG, in intensiven Gesprächen über die in Frage kommenden Varianten. Die haben wir heute erneut hier in diesem großen Gremium präsentiert und vorgestellt mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, was die lichte Breite des künftigen Viaduktes angeht. Und der entscheidende Knackpunkt in der Diskussion, der uns alle beschäftigt hat, ist die Frage, wie man Fußgänger und Radfahrer, die diesen Tunnel ja in großer Zahl benutzen, wie man die so führen und durch das Tunnel bringen kann, durch ein künftiges Tunnel bringen kann, dass keine Gefährdungsaspekte entstehen. Wir sind da noch nicht ganz am Ende der Diskussion. Wir haben heute entschieden, dass wir einen unabhängigen Experten von der Bundesanstalt für Verkehrswesen einladen, um dann in einer kommenden Sitzung mit ihm genau diese Frage, wie führt man Radfahrer und Fußgänger am besten, so dass es zu keinen gegenseitigen Gefährdungen auch im Vergleich zum motorisierten Verkehr kommt durch das Viadukt. Und ich hoffe, dass wir dann ein Stück weiterkommen in der Diskussion, um hoffentlich dann im Stadtrat noch vor der Sommerpause zu einer Entscheidung zu kommen. Und natürlich will ich, sobald diese Entscheidungsfindung ansteht, auch in einer Einwohnerversammlung die interessierte Bevölkerung informieren und Anregungen und Anmerkungen aus dem Kreis der Bürgerinnen und Bürger entgegennehmen. In diesem Sinne gehen Sie davon aus, wir bleiben in dieser Frage bei diesem Jahrhundertprojekt am Ball und werden Sie alsbald wieder informieren.